Schlüssel sozusagen insta entscheidet, das ist die Intuition, die der Mensch hat. Was er selbst bewusst nicht durchdenken kann, weil dafür die Kapazität nicht reicht. Aber er kann es unbewusst, ohne sozusagen unter Ausschaltung seines eigenen Willens, weil der das alles komplimentiert. Ich glaube, die Seele ist viel mehr mit dem menschlichen, nennen wir es Willen oder dem Wesen seines Charakters sozusagen, der Vernunft vielleicht auch, gleichzusetzen. Das Unterbewusstsein ist eher die Intuition, die aber auf sachlicher Basis beruht. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wenn es möglich ist, gegen das Unterbewusstsein zu handeln, wenn das geht, dann gibt es einen freien Willen. Oh, das ist interessant, weil es ja auch ein bisschen der naturwissenschaftliche Ansatz ist. Man muss sich fragen, ob der Mensch in seinem Willensbildungsprozess natürliche Grenzen gesetzt bekommen hat. Ja. Ich muss aber sagen, bei der Seele würde ich die Vernunft weglassen. Also würdest du nochmal sozusagen differenzieren zwischen der Seele und dem tatsächlichen Bewusstsein? Ja, würde ich. Punkt. Von der Seele habe ich so das Bild eines alten Wanderers. Die Seele ist so, die agiert in unserem, also nein, nicht, sie agiert nicht. Sie spiegelt sich in unserem Handeln wieder, ist aber eher so eine Art Begleiter von uns. Also sie ist nicht wirklich in unserem Ich, sage ich mal, aber sie hat Einfluss auf unser Ich. Das ist die nächste interessante Frage. Wie groß mag der wohl sein? Ja, also, oder das könnte auch sein, dass von Mensch zu Mensch riesige Unterschiede gibt, dass manche Menschen eher sozusagen vernunftgesteuert sind, manche intuitionsgesteuert, also ganz auf sachlicher Basis, und manche seelengesteuert, so gefühlsgesteuert. Nennen wir es spirituell vielleicht. Oh. Ja. Auch wenn ich, glaube ich, zwischen spirituell und gefühlsmäßig auch noch Unterschiede machen würde. Da entsteht so ein Baum. Ja, also das muss man schon mal aufteilen. Ne? Das ist einfach so, weißt du, spirituell, wenn man da so denkt, dass man, mit spirituell so, ich glaube, wenn man spirituell ist, taucht man zwar in seine Gefühlsreiche ab, aber man fühlt nicht wirklich, sondern man reflektiert seine eigenen Gefühle nochmal und kann die Gefühle und sich selbst dann nochmal neu bewerten. Je spiritueller man ist, desto besser geht das. Okay, wir schweifen ab von der Seele. Ey, Steva, geht es dann wirklich besser? Oder ist es nicht schlecht manipuliert? Was genau? Wenn man sehr spirituell ist, also siehst du in der Spiritualität eher so eine Fähigkeit, das wäre ein wissenschaftlicher Ansatz. In der Wissenschaft ist ja spirituelle Intelligenz die Frage nach dem Sinn und die Welt als Ganzes zu verstehen. Meinst du das so? Ja. Interessant, ja. Oh, das möchte ich schauen. Bin ich nochmal kurz auf diese Seelengeschichte gekommen? Aber bräuchte so ein Protokoll an. Hier sind wir auf Video. So ein Unterschied zwischen Seele und... Jetzt weiß ich nicht mehr, was war das? Unterbewusstsein, aber ich meine noch davor, als die Seele überhaupt ins Spiel kam. Ja, das hast du ganz randommäßig gemacht. Oh. Wir waren ja da im
Ich muss mich diesem Vorwurf jetzt hingeben, weil ich es nicht besser weiß. Nach der Wahrheit, auf dem Weg zur Wahrheit. Man könnte auch sagen, die Wahrheit, also wenn es sozusagen einen Gott gibt, den Gott, der allwissend ist und allmächtig, dann ist seine Sicht auf die Welt die absolute Wahrheit. Wobei, sobald man das sagt, spricht man Gott einen eigenen Willen ab. Denn wenn er den hat, kann er auch wieder seine Ansicht auf die Dinge subjektiv durch seinen Willen verändern. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem Gottesbild. Ich möchte erstmal sagen, dass ich gut finde, dass du es reingebracht hast und nicht den Weg eingeschlagen hast, dass wir Gottes Willen einfach nicht verstehen können. Weil Gott, so göttlich wie er auch sein mag, glaube ich, trotzdem ist er auch nur quasi, also wenn es ihn jetzt mal so gibt, wo man sich in dieses abstrakte Gedankenspiel einleben möchte, ist und bleibt er ein Geschöpf. Unserer Galaxie. Nur der Galaxie, das ganze Universum. Nein, ich meine schon Universum. Und man muss einfach subjektiv sein. Die Frage ist jetzt, um das kurz nochmal zu klären, meine Theorie zu stürzen oder zu bestärken, haben Tiere oder können Tiere, sind Tiere subjektiv? Wie subjektiv? Ob die ein eigenes Weltbild haben? Ob die eine Mikrorealität haben? Das würde ja den Rahmen der bewusstseinsempfindenden Wesen ziemlich weit ausschweifen lassen. Denn Instinkte haben sie, ist klar, ne? Doch, die müssen eigentlich eine Mikrorealität haben. Weil wir sind uns, denke ich, einig, dass auch Tiere mit demselben geborenen Instinkt und Talala auch Fehler machen, ja? Ja. Und wenn sie keine Mikrorealität hätten, ja, dann würden sie diese Fehler nicht machen oder alle würden diesen Fehler machen. Weißt du, wie ich meine? Und das heißt, dass sie subjektiv sind. Weil irgendwie müssen ja da noch andere Kriterien zu ihrer Entscheidung mit eingeflossen sein. Aber subjektiv ist man doch schon ab dem Moment, wenn man eigene Erfahrungen mit einfließen lässt in sein Weltbild. Und das wird bei Tieren ja unstreitig der Fall sein. Das stimmt. Auf jeden Fall, weil sie überhaupt Erfahrungen machen können. Zum Beispiel, wenn... Oh, das ist schön. Das gefällt mir, dieser Weg. Schlecht behandelt werden oder so, dann eine Abneigung gegen alle Menschen bekommen, nicht nur gegen die, die sie schlecht behandelt haben. Das heißt, diese Menschen, die, ich sag mal so, in der Makrorealität neutral sein sollten, sind aber in ihrer Mikrorealität als schlecht eingestuft. Ja. So, da frage ich jetzt, man kann dann, glaube ich, in der Theorie zumindest, die Mikrorealitäten zerstören, indem sich die innerspeziale Mikrorealität kann man zerstören, wenn sich die Geschöpfe bis zum Status perfekt entwickelt haben. Ui. Weil dann gibt es nur noch in allen Bereichen einen Konsens und das, den würde man in der Makrorealität finden. Aber dieses Streben nach Perfektion, wissen wir, ist nur ein theoretisches Konstrukt, möchte ich mal sagen. Denn Perfektion beinhaltet ja auch, zumindest meine Meinung, dass man sich weiterentwickeln kann. Das ist eine schöne Frage. Fällt Perfektion auch genau? Also perfekt meint ja abgeschlossen oder vollendet. So eigentlich schon, ja. Und nach dem Wortlaut interpretiert.
das ist die Frage, ob perfekt sozusagen noch steigerbar ist, durch echte Perfektion, eben. Dass man diesen Prozess der Weiterentwicklung nicht mehr hat, beziehungsweise braucht. Das wäre, ich würde sagen, das ist perfekt, wenn man nicht mehr weiterentwickeln braucht und kann vielleicht sogar, ja. Wenn man das aber noch steigert, wenn man das überwindet, dass man sich doch noch weiterentwickelt, sozusagen über den Horizont hinaus, dann hat man die Überperfektion, ja? Plusquamperfekt. Nee, ich weiß nicht. Das widerstrebt mir, weil ich schon das normale Perfekt als absolut gerne betrachten würde. Das kann man als absolut sehen für den Moment. Und zwar könnte man jetzt so sehen, wenn es ein göttliches Wesen gibt und das Perfektion erreicht, dann kann es sich nicht mehr verbessern. Es sei denn, es formt das Universum selbst um den Maßstab wieder höher zu setzen. Wenn dieses Wesen dann aber auf dieser Stufe ist, dass es das Universum abändern muss, um sich, ich sage jetzt mal vorsichtig, weiter zu perfektionieren, dann hat es den Status perfekt, aber noch nicht erreicht, weil es noch nicht an den Grenzen seiner Möglichkeiten war. Ja. Also ist perfekt für dich nicht die Grenze der sozusagen Umgebung, sondern des Wesens selbst, also die Möglichkeiten des Wesens. Damit gebe ich mich. Das ist die subjektive Perfektion. Da muss man differenzieren zwischen subjektiver und objektiver. Also, nee, ich glaube, objektive Perfektion gibt's nicht. Also gibt's so vielleicht schon, mögen manche so nennen. Ich bevorzuge absolute Perfektion. Wir müssen das irgendwie auf ein kleines abstraktes, konkretes Beispiel. Okay. Wobei abstrakt und konkret sich widerspricht. Auf ein kleines, konkretes Beispiel, was erfassbar ist durch den menschlichen Geist. Was auch ruhig fantastisch sein kann. Nehmen wir ruhig mal warte mal. Da kurz eingeworfen, vielleicht gibt es auch noch eine menschliche Perfektion. Das würde ich als Unterkategorie der subjektiven Perfektion, beziehungsweise die subjektive ist eine subjektive, doppelt subjektive, weil es einmal für die Spezies und in der Spezies nochmal objektiv und subjektiv geben muss. Okay, damit kann ich mich erstmal anfreunden, das ist gut. Das verhindert erstmal ein paar Kopfschmerzen. Moment. Weißt du, dann wird also diese absolute Perfektion wäre dann zum Beispiel ein Wesen, das alle Probleme bewältigen. Ist fraglich, ob es ist, wenn man alle Probleme bewältigen kann oder wenn man es erst gar nicht zu diesen Problemen kommen lässt. Die Frage ist auch, das nehmen wir zum Beispiel, wir müssen das wirklich kleiner sehen. Nehmen wir zum Beispiel so ein Kung-Fu-Kämpfer, ja? Oder kein Kung-Fu-Kämpfer. Nehmen wir irgendeinen Martial-Arts-Typ, ja? Der dann seine Kampfweise perfektioniert, sagt man ja, indem er sich auf alle möglichen Szenarien vorbereitet, ne? Und das so trainiert, dass er auch zu 100%, ne, sagen kann, dass er aus der und der Situation so und so rauskommt. Ne? Weil dieser Perfektionismus wäre ja, dass man Probleme oder Gefahrensituationen mit Sicherheit bestreiten kann. Mhm. Wie kann man das jetzt globaler sehen? Weil ich sehe diesen absoluten Perfektionismus dann darin, dass es wirklich in allen Lebenssituationen eine Meisterungsart gibt. Ich glaube, das ist ein Problem von der Perfektion an sich, weil die hängt immer davon ab, welche Maßstäbe und was man als Perfektion setzt. Wenn man ganz
Oh, ich bin schon wieder mit der S geflogen. Und bin wieder da. Wir brauchen irgendein ganz einfaches Beispiel, wo unstreitig klar ist, was ist Perfektion. Weil ich glaube, das ist noch ungeklärt. Nehmen wir zum Beispiel ein Würfel, ja? Der es impliziert zum Beispiel, dass die rechten Winkel perfekt sind. Mhm. Okay, da stimmst du mir überein. Da stimmst du mir überein, nice. Okay, wir haben schon mal eine Basis geschaffen. Ja, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ja, glaube ich. Hier auch. Von einer perfekten Schöpfung her sprechen. Dann. Genau, weil es auch eine Sache ist, die selbst keinen Einfluss auf sich selbst hat. Ja. Also vielleicht in einer der in Zukunft entdeckten Dimensionen. Wenn wir uns, sag ich mal, uns vorstellen, wir sagen, es gibt drei Zahlen, 1, 2 und 3. Ja? Und ein Wesen kriegt den Auftrag, zu lernen, diese Zahlen so anzuordnen, alle Kombinationen sozusagen rauszufinden, die möglich sind mit diesen drei Zahlen. Mhm. Und das sind halt nicht viel. jedenfalls, das könnte es erreichen. Ja. Und dann hätte es sozusagen objektiv die Perfektion erreicht. Aber was ist, wenn das Wesen jetzt eine vierte Zahl schafft, um sich weiterentwickeln zu können? Ja, das ist interessant. Was mit dem menschlichen Verständnis der Zahlen und dem, ich nenne es mal Unendlichkeitsprinzip, echt ein noch größeres Problem aufwirft. Ja, true. Oder auch... Und wenn es dann auch eigene Schriftzeichen entwickelt, dann gute Nacht. Super GAU. Ja, vielleicht gibt es diesen absoluten Perfektionismus nicht. Ja, das könnte sein. Es gibt nur so Teilbereiche, wie gesagt, so den Schöpfungsperfektionismus. Eben, es gibt nur den definierten Perfektionismus. Oh, das ist eigentlich ziemlich schön. Okay, wir müssen es verlassen, oder? Jo, wir sind hier durch. Ja. Perfektion ist schon schwierig. Perfektion ist vielleicht das, was man so als Allmacht bezeichnen könnte. Weil das impliziert, also die echte, die nicht definierte, sondern die sogenannte absolute Perfektion. Das ist sowas wie dunkle Materie, ja. Ja, die ist überall, man kann sie nicht beweisen. Und zwar, wenn man mich Allmacht hat, impliziert das, dass man sich sowohl, dass man alles verändern kann, sich verändern kann, alle Maßstäbe verändern kann. Und man könnte auch sozusagen die Maßstäbe verändern und die gleich wieder erreichen. Also man hätte sie schon erreicht, weil sonst die Allmacht verschwinden würde. Wenn die als Prämisse da bleibt, ist ein Wesen, was allmächtig ist, auf jeden Fall perfekt. Vielleicht muss also haben wir absoluter Perfektionismus, ist gleich Allmacht, ist gleich quasi so Grenzenlosigkeit. Ja. Und ich frage dich, unter diesem Gesichtspunkt, ist Gott perfekt? Grenzenlos? Unter dem Gesichtspunkt ist er das wohl. Wenn man die Frage beantworten kann, kann Gott einen Stein schaffen, den er selbst nicht heben kann? Hier ist überhaupt kein Platz. Oh, nee. Oh, warte, hier ist ein Trainer für mich. Den muss ich mal kurz besuchen. Okay, ich warte. Es gab, glaube ich, hier auch einen für mich. Ja, also ich finde ja diese Geschichte mit den bestmöglichen Welten für Menschen immer noch sehr spannend. Deswegen glaube ich, dass Gott nicht diese Allmacht hat.
wenn man zumindest davon ausgeht, dass die Welt, in der wir leben, schon die bestmögliche ist. Denn wir sind uns einig, diese Welt hat trotzdem noch Probleme. Und bei Grenzenlosigkeit könnte Gott die auch noch aus dem Weg räumen. Ja, ich glaube, das Problem ist allerdings, ist ein anderes bei der Theodizee-Frage. Nämlich, dass man Gott drei Eigenschaften gibt. Allwissenheit, Allmacht, wobei ich Allwissenheit als Unterkategorie der Allmacht sehen würde. Und Güte, ja, dass er allgütig ist. Hm. Und das ist das eigentliche Problem, weil an dieser Welt... Ansonsten könnte man es erklären. Genau, an dieser Welt ist ja nirgends ersichtlich, dass Gott nicht allmächtig ist. Nur es widerspricht der Allgüte. Ja. Und wenn man dann sagt, er ist trotzdem allgütig, dann muss man ihm die Allmacht absprechen. Also es geht nicht beides zu arm, Gott. Du musst dich entscheiden. Comments bitte. Was hättet ihr lieber, einen allmächtigen oder einen allgütigen Gott? Ja, das ist echt eine schwierige Frage, ne? Weil, wenn man ihm die Allmacht zusprechen will, muss man eingestehen, das eigene Schicksal nicht mehr in den besten Händen liegt. Ja. Aber ein allgütiger Gott, der nicht allmächtig ist, bringt dem Menschen einfach nichts. Er kann ja schon ziemlich mächtig sein, aber halt nicht allmächtig. Das stimmt, aber so vom Prinzip her hat man nicht mehr diese Sicherheit, dass man sagen kann, ich vertraue mich Gott an. Also man kann es trotzdem machen, aber... Man könnte es vielleicht eher machen, als dass man ihm die Allgüte abspricht und die Allmacht zu... Ich glaube, damit könnte ich mich eher ab. Na, Scooby wird ja nur wieder denken, ha, dann könnte ich auch gegen Gott wieder besser ankämpfen. Die Frage ist bei Gott auch immer die Wahl seiner Waffen. Das ist die Frage bei Gott, ja. Ist ja nichts von Wert. Hier gibt es einen Banker? Krass. Ja, ne? Okay, wo müssen wir hin? Hier sind ja immer noch zwei Quests. Mal Folgequests hier. Oh, warte, hier kann man schon wieder was abgeben, hä? Wo ist der? Ach, da. Das ist eben einfach, würde ich sagen, eine Definitionsfrage, was man als Gott sehen möchte. Also ich sehe eher als göttliches Wesen an sich etwas, was allmächtig ist. Ich wüsste ja nicht, wo da impliziert ist, dass es allgütig sein muss, um göttlich zu sein. Das ist so wie der Calamacci. Naja, vielleicht ist das so ein von uns noch nicht durchdrungenes Element, wie je intelligenter ein Mensch wird, desto bösartiger. Dass je allmächtiger man wird, desto gütiger wird man. Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist vielleicht so die Idee gewesen, dass man Gott sozusagen dadurch so was Besonderes gibt. Nicht nur allmächtig zu sein, was sozusagen noch erreichbar scheint, ja. Aber trotzdem ist er allgütig, obwohl er allmächtig ist. Die Macht hat ihn nicht korrumpiert. Vielleicht wollen sie damit zeigen, oh Gott, zu Balancen. Weil der Trick ist, wir sind jetzt auch gar nicht auf das Wissen eingegangen. Ja? Mhm. Denn vielleicht kann man diese Dreiergeschichte so basteln, dass der Ursprung von allen Eigenschaften Gottes eigentlich sein Wissen ist.